Und da kommen wir auch gleich zum ersten Punkt, wie ihr euch selbst helfen könnt, wenn ihr in der Situation seid. Es bringt nichts, wenn ihr da Trübsal blast, wenn ihr euch da das Ganze, ja, wie sagt man, bereut und das Gefühl habt, dass ihr jetzt am Arsch seid. Ihr seid nun mal in der Situation und das Einzige, das man machen kann, ist das Beste daraus zu machen und in der ganzen Geschichte Positives zu suchen. Aber man muss sich den aktuellen Umständen anpassen und deswegen das Thema dieses Vlogs oder das Thema dieser ersten Vlog-Serie ist, wie ihr und wie auch ich mit Verletzungen umgehen können. Das soll jetzt kein Selbstmitleid-Vlog werden, sondern das soll natürlich trotzdem ein Vlog werden, von dem ihr was lernen könnt. Halt eben nun etwas ganz anderes. Das eine ist das Körperliche, aber das, was viel schlimmer ist oder viel schwieriger damit umzugehen ist, ist das Ganze, was im Kopf hier ist, mental. Und damit möchte ich gleich beginnen und euch das ein bisschen zeigen, euch ein bisschen damit helfen. Ich wünsche es natürlich niemandem, dass er diese Situation hat, aber ja, es kann jeden treffen. Aber dann lass uns doch erstmal zur Geschichte gehen und was ist eigentlich passiert? Wieso sitze ich jetzt hier und spreche zu euch über Verletzungen? Leider habe ich mich montags im Training verletzt. Bei Seated Overhead Press habe ich kurz die Kontrolle verloren. Seitdem habe ich Rückenschmerzen. Ich war dann im MRT, war beim Arzt jetzt zweimal für Abklärungen und die Diagnose lautet jetzt Bandscheibenvorfall. Das heißt, für die nächsten 3 Monate wohl nicht sehr viel Training, sehr eingeschränkt. Und ja, Gewichtheben ist mal sicher für ein halbes Jahr kein Thema. Das ist natürlich ein sehr harter Schlag. Und ja, damit muss ich jetzt umgehen. Und ja, diesen Alltag möchte ich euch jetzt halt näher bringen, anstelle von meinem Trainingsalltag. So ist das nun mal. Und da kommen wir auch gleich zum ersten Punkt, wie ihr euch selbst helfen könnt, wenn ihr in der Situation seid. Es bringt nichts, wenn ihr da Trübsal blast, wenn ihr euch da das Ganze, ja, wie sagt man, bereut und das Gefühl habt, dass ihr jetzt am Arsch seid. Ihr seid nun mal in der Situation und das Einzige, das man machen kann, ist das Beste daraus zu machen und in der ganzen Geschichte Positives zu suchen. Für mich, ja, sind das jetzt mal einiges, das Allerwichtigste ist, ich hatte trotz allem noch Glück im Unglück. Das heißt, die Verletzung hätte schlimmer kommen können. Ich habe keine Lähmungserscheinungen, die Nerven wurden also nicht ganz erdrückt oder sowas. Und auch ohne OP kann man das ohne bleibende Schäden wieder reparieren. Das ist immer das Wichtigste und das stimmt mich auch insofern positiv. Dann weitere positive Dinge, die ich dem gewinnen kann, ist natürlich, ja, ich habe jetzt mehr Zeit. Dann kann ich diese Zeit nutzen, um andere Projekte zu starten, wie zum Beispiel dieser Vlog und mich mehr auf, ja, auf Ausbildung und solche Dinge fokussieren. Natürlich nicht das, was ich möchte, aber hey, das ist das, was ich damit daraus machen kann. Und ja, dass man so positiv bleibt, das ist sicher das Allerwichtigste. Und wie gesagt, für sich positive Dinge raussucht und die dann umsetzt. Dann für mich persönlich, wer mich kennt, der weiß, dass ich großer Anhänger von der stoischen Philosophie bin, sehr viel darüber gelesen habe, dass ich auch, ich glaube, in meinem Leben schon einige schwierige Situationen durchmachen musste, die mich halt eigentlich wieder darauf vorbereitet haben, dass ich mit solchen Situationen jetzt umgehen kann. Und ja, jetzt habe ich die Chance, das zu beweisen. So, ja, was man da natürlich machen muss. Diese Situation ist meine Erwartungen an mich selbst und meine Ziele für dieses Jahr oder für die Zukunft etwas zu ändern. Wenn ihr seht hier, wir haben diese 2019 Zielwand bei uns im Gym, da haben wir alle unsere Ziele hingeschrieben. Und wenn wir mal etwas näher kommen hier, sehen wir, mein Ziel war, für dieses Jahr 100 Kilo Snatch zu erreichen. Natürlich mit 6 Monate kein Gewicht heben, ist das absolut unrealistisch und es ist halt wichtig, dass ich mir das bewusst mache und das auch sofort aus meinen Gedanken streiche
Und deswegen machen wir das jetzt weg hier. Glücklicherweise, wenn ihr da etwas nach hinten kommt mit mir, dann sehen wir, dass ich hier noch ein zweites Ziel hatte. Und das war die Press to Handstand. Gymnastics werde ich wohl bereits in 3 Monaten wieder trainieren können. Lass uns da zurück ins Licht gehen. Und das heißt, daran werde ich arbeiten können. Das ist halt auch realistisch, dass ich das Ziel erreiche. Und darauf möchte ich mich jetzt fokussieren. Ja, wie ihr seht, haben sich meine Perspektiven, meine Aussichten für dieses Jahr geändert. Ziemlich sicher wird es dieses Jahr auch nichts werden mit CrossFit-Wettkämpfen. Und ja, ihr werdet jetzt regelmäßig von mir hören, wie es weitergeht, was ich weiter aus der ganzen Geschichte rausziehen kann. Und natürlich werden wir trotzdem noch Trainingsvideos und alles so haben. Also sobald ich da wieder etwas in der Lage bin, das sollte dann in den nächsten Wochen bereits wieder möglich sein. Also da gibt es jede Menge zu sehen in den kommenden Wochen und Tagen. Und ich freue mich auf euch. Bis bald.